Meine Damen und Herren, liebe Gäste, im Namen des Verbandes der Europäischen und Damenischen Fachleute e.V. heiße ich Sie hier herzlich willkommen. Heute haben wir einen besonderen Abend. Sie wissen, dass wir deutsch-armenische Kulturtage machen. Und diese Kulturtage sind im Rahmen des 100. Jahres, Gedenkjahres an den Völkermord der Armenier im Osmanischen Reich von 1915. Und heute in diesem Kontext wollen wir ein besonderes Stück sehen, szenische Darbietung mit musikalischer Begleitung. Das ist so eine neue Genre-Gattung, Lesung mit szenischer Darbietung. Und es geht um bekannten Roman, Franz Werfels Roman, 40 Tage des Musada. Also kurz über diesen Roman, die noch nicht gelesen haben. Es handelt sich um den Widerstand der Armenier während dieser Gräueltaten von 1915 bis 1918 im Osmanischen Reich. Also um Berg Musa, also da heißt es Berg, haben sich die Armenier dort Deportationsbefehl bekommen und 7 Dörfer mussten quasi entweder Deportationszug wählen oder sich entscheiden, dagegen zu wehren. Und die Einwohner dieser 7 Dörfer, die Geister haben auch dort getrennt. Die einen, die haben den Deportationsweg gewählt, die anderen haben sich entschieden, sich zur Wehr zu setzen und auf eigene Faust eigene Rettung herbeizuführen. Genau diese dramatischen Ereignisse schildert in seinem Roman der berühmte österreichische Autor Franz Werfel. Und heute werden Sie Abschnitte aus diesem Roman hier theatralisch aufgeführt zu sehen bekommen. So viel über heutiges Stück. Ich möchte noch kurz auf Armenisch, weil bei uns sind auch Leute, die nicht so mächtig sind in der deutschen Sprache. Sineli Hürer, Weißer, Inspeziev, Haytar Arbeler, Lineluja Musaleran, Karasunora, Webit, Hatfatzner, Voron, Taterakan, Nerkayats Mamp, Yev, Yerashtakan, Zevavor Mamp, Kekataren, Alexandra Spielmanna, Yev, Stepan Gantralyana. Musa Lerran Massin, պետք չի ինձ թվում է բավականին հայերին պատմում, քան որ յուրաքանչյուրս գիտենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, և յուրաքանչյուրս, եթե ոչ 2 անգամ, առնվազն 1 անգամ կարտացել ենք երևի այս վեպը. Այսպիսով մաղթում եմ ձեզ հաճելի երեկո և ցանկանում եմ հաճելի դիտաշար. Und noch was, wir hatten heute prominente Gäste erwartet, die heute auftreten wollten. Leider 2 unserer Redner haben kürzlich wegen ihrer Krankheit abgesagt. Frau Dr. Boksch hat heute Vormittag geschrieben, Kulturamtsleiter in Berlin-Lichtenberg, dass sie wegen Krankheit nicht kommen kann. Das gleiche gilt auch dem Botschaftsvertreter Herrn David Grigorian, der auch mit Fieber im Bett liegt. So stand es also wörtlich im SMS. Mit einem Wort, aber da wir diese Veranstaltung zusammen mit dem Kulturring durchführen, möchte ich ganz herzlich hier den stellvertretenden Geschäftsführerin, Frau Mann, Antje Mann, bieten, ein paar gute Worte zu unserer neuen Zusammenarbeit zu sagen, weil das ist neu für uns und wir sind zum ersten Mal in Berührung gekommen mit dem Kulturring e.V. Ich hoffe, dass es zum Weiteren ein erfolgreiches Projekt auch für diese Zusammenarbeit sein wird, für die nächste Zeit. Danke.